Und damit, Freunde der Nacht, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play mit eurem Theodar von The Sinking City. Ja, wir starten mal direkt in ein neues Spiel. Ich habe mich gerade so ein bisschen hier in die Einstellung reingelesen. Da war aber jetzt nicht so viel Interessantes zu finden. Also vielleicht eine kleine Anmerkung. Eigentlich sollte ich zu The Sinking City ein Pen and Paper Rollenspiel dazu bekommen. Aber irgendwie habe ich da nichts bekommen. Ja, im GameStop hatten sie es noch nicht. Die haben mir versprochen, dass ich nachkriege. Wenn ich es bekomme, werde ich auf jeden Fall eine Rezension dazu machen. Ich bin mal gespannt, was das ist. Ich hatte ja, meine Wunscherwartung wäre so ein dicker Schinken wie bei Cthulhu. Ich glaube, wahrscheinlich wird ein kleines Heftchen sein. Wir werden es sehen. So, wir machen mal ein neues Spiel. Wir quasseln mal nicht lange. Wir machen mal weiter. Eisiger Empfang. Sehr geehrter Mr. Reed, ich habe Nachforschungen in der Stadt Oakmont in Massachusetts angestellt. Wie sich herausstellte, hatten sie hinsichtlich ihrer Visionen recht. Aus dem ganzen Land zieht es Menschen nach Oakmont, die ähnliche Visionen haben wie sie. Von einer Stadt, die in den Fluten versinkt, mit einer großen, uns unbekannten Macht, die hier allgegenwärtig zu sein scheint. Glücklicherweise bin ich wohl auch auf die Ursache gestoßen, sowie auf die Person, die Ihnen diesbezüglich helfen könnte. Bitte brechen Sie alsbald nach Oakmont auf. Ich werde Sie dann gleich nach Ihrer Ankunft treffen und Ihnen helfen. Herzlich, Johannes van der Berg. Okay, Freunde der Nacht, also, wie die meisten sicher von euch wissen, findet The Sinking City im Cthulhu-Mythos-Universum statt. Ich bin ganz platt, wie viele Cthulhu-Mythos-Werke momentan rauskommen. Erst Call of Cthulhu, jetzt The Sinking City. Es soll sich so ein bisschen spielen wie eine Mischung aus Call of Cthulhu und den Sherlock Holmes-Spielen. Ich lasse mich auf jeden Fall überraschen. Und wir starten jetzt mal rein, Freunde. Bin mal gespannt. Okay, das Ganze war bisher ziemlich nichtssagend, muss ich sagen. Ich wollte gerade sagen, grafisch erinnert es sehr an Call of Cthulhu, aber wenn ich jetzt hier so um den Charakter rumscrolle, muss ich schon sagen, ist das grafisch schon eine andere Nummer als Call of Cthulhu. War das jetzt? Okay, man muss irgendwie gedrückt halten. Wir haben eine Matole. Hoffentlich muss ich meine Waffe nie benutzen. Auch wenn mir mein Bauchgefühl etwas anderes sagt. Okay. Brief von Johannes van der Berg. Sehr geehrter Mr. Reed, ich habe... Da haben wir ja gerade schon vorgelesen. Ja, das haben wir gerade schon vorgelesen. Wollen wir nicht nochmal lesen? Neuer Fall. Riesiger Empfang. Drücke für weitere Informationen. Okay, Fallmappe. Ach, guck mal, hier ist so ein Menü irgendwie.
oder was? Nee, in der Fallmappe findest du deinen Hauptfall, der deinen Spielfortschritt in der Geschichte widerspiegelt. Du kannst an mehreren Nebenfällen gleichzeitig arbeiten. Okay? Es gibt auch Nebenquesten. Was ist das? Eine Klappkamera. Alle Schlüsselhinweise gefunden. Was ist das? Okay, also hier kann ich mich ducken. Aber was ist denn da an der Wand? Ich will das sehen. Oder muss ich ja die Klappkamera benutzen? Stehe ich nicht. Moment. Ah, what? Was ist das? Ich habe irgendwie so eine Detektivsicht eingeschaltet. Was ist das? Stehe nicht. Reisewerbung sollte man nicht trauen. Reisewerbung sollte man nicht trauen. Aber was ist das hier für ein Ding? Freunde. Und was haben wir hier noch mehr? Warte mal, Fallmappe? Gedankenspiele, keine Hinweise. Eisiger Empfang, da ist nur der Brief. Nebenfälle haben wir noch keine. Gesammeltes haben wir auch noch nichts. Fähigkeiten. Haben wir schon Punkte? Nee, natürlich nicht. Karte. Auch noch nichts. Inventar. Da haben wir die Kanone, hier gab es beim GameStop dabei. Da haben wir noch eine Knarre und ein Medikit, würde ich sagen. Optionen. Laden, Speichern, Einstellungen, Spielgrundlagen, Hauptmenü. Zielen, Gegenstände. Gut wäre, wenn ich mal sehen würde, was dieses eine Symbol da gerade... Ah, ein weißer Rahmen beim Benutzen der Kamera bedeutet, dass du den richtigen Bereich fotografierst. Und wie mache ich die Kamera, Freunde der Nacht? Zeichenfolge, Gedankenspiel, Schlösser, Kampf, Tauchen. Kamera. Ausgewählter Hinweis, gedrückt halten und Hinweise durchschalten. Inneres Auge, Spielgrundlagen. Wo ist die Kamera? Ich sehe keine Kamera. Nahkampfangriffe, Klettern, Waffe... What? Wo ist die Kamera? Einstellung? Nee. Die Grundlagen? Wo ist denn die Kamera? Ich sehe keine Kamera. Ausgewählten Hinweis, gedrückt halten und Hinweise durchschalten. Inneres Auge, Spielgrundlagen. Ich sehe keine... Aber ich habe doch... Eigentlich habe ich doch jetzt die Kamera ausgerüstet, oder nicht? Okay. Mit L2. L2, R2 fotografieren. Weil er ist doch nur ein Tintenfisch, oder nicht? Weißer Rahmen heißt, ich habe das Objekt gut. Gut, jetzt haben wir es gepackt. Fotografie einer Trophäe. Alle Hinweise gefunden. Okay. Dann haben wir doch schon mal gut gemacht, Freunde. Dann haben wir doch schon mal richtig, richtig gut gemacht. Wo sind wir denn hier? Ein Hafen. Eieiei. Gehen Sie. Also, muss ich sagen, grafisch sieht schon mal echt gut aus. Kann ich gleich da hoch? Ich will ja überall hoch, ne? Überall klettern, wo geht. So. Da sind Sie ja. Mr. Charles Reed. Erfreut, Sie endlich persönlich kennenzulernen. Ganz meinerseits, Johannes van der Berg. Zu Ihren Diensten. Ich hatte Ihnen doch versprochen, Sie gleich nach Ihrer Ankunft zu treffen. Ah, verbindlichsten Dank, Mr. van der Berg. Ich ging nicht davon aus, dass Sie das Wort wörtlich meinen. Nennen Sie mich einfach Johannes. Aber wo sind meine Mann? Man weiß es nicht. Willkommen in Oakmont. Diese Stadt hat zwar schon bessere Zeiten gesehen, aber es sind Ihre wichtigsten Stunden. Was hat's denn mit der Stadt auf sich, mein Guter? Es war nicht leicht, nach Oakmont zu gelangen. Auf den meisten Karten ist die Stadt nicht verzeichnet. Und dieses alte Postschiff war die einzige Möglichkeit, hierher zu kommen. Woran liegt das? Oakmont ist keine gewöhnliche Stadt. Aufgrund ihrer einzigartigen geografischen Lage und der Flut ist es nahezu unmöglich, sie zu erreichen. Aber Sie haben es geschafft, Mr. Reed. Ich wusste, dass die Wogen des Schicksals Sie irgendwie an diesen Ort tragen würden. Okay, was ist denn hier mit der Flut? Erzählen Sie mir mehr über die Flut. Sie setzte vor 6 Monaten ein. Mehrere Wochen lang tobten heftige Stürme und der Wasserspiegel stieg immer weiter an, ohne wieder zu sinken. Und nun ist die Stadt vom Festland abgeschnitten.
Ich muss gestehen, dass mich das trotz all der damit verbundenen Unannehmlichkeiten kaum stört. Es ist der Atmosphäre hier sehr zuträglich. Okay, was mein Problem betrifft, mein Lieber. Sie sagten, Sie würden jemanden kennen, der mir mit meinem Problem helfen kann. Die Visionen sind schlimmer geworden. Lebhafte Träume sind hier in Oakmont nichts Ungewöhnliches. Zufälligerweise ist Robert Throckmorton, der Herr, von dem ich Ihnen erzählt hatte, gerade hier am Hafen. Er scheut weder Kosten noch Mühen, um dieses Phänomen zu erforschen. Aber ich fürchte, er hat im Moment ein dringlicheres Problem. Okay, was wäre? Wie erkenne ich Mr. Throckmorton? Keine Sorge, Sie können ihn gar nicht übersehen. Mr. Throckmorton, er sticht aus der Masse hervor. Was für ein Mensch ist dieser Mr. Throckmorton? Können Sie mir etwas über Mr. Throckmorton erzählen? Eine bemerkenswerte Persönlichkeit. Er entstammt einer einflussreichen Familie. Er ist ein Philanthrop, ein Gelehrter und der Mäzen der berühmten Universität von Oakmont. Ein Mann mit großen Zielen und einem noch größeren Ego. Sie sollten ihn nicht warten lassen. Okay, aber ich brauche auf jeden Fall eine Unterkunft. Ich brauche für die Zeit meines Aufenthalts hier in der Stadt eine Unterkunft. Sie als Einheimischer können mir doch bestimmt etwas empfehlen. Darum habe ich mich bereits gekümmert. Ich habe im Devil's Reef Hotel ein Zimmer auf Ihren Namen gemietet. Hier haben Sie den Schlüssel. Ein... Ich wollte gerade sagen, hört sich sehr vielversprechend an. Sehen Sie an. Keine voreiligen Schlüsse, Mr. Reed? Wo befindet sich dieses Hotel? Wie gelangt man in Oakmont am besten von A nach B? Ich würde gerne meine Sachen im Hotel ablegen. Die meisten Einheimischen sind zu Fuß oder mit dem Boot unterwegs. Auch darum habe ich mich bereits gekümmert. Außerhalb des Hafens steht ein Boot für Sie bereit. Sehr zuvorkommend, Johannes. Können Sie mir noch sagen, wo sich das Devil's Reef Hotel befindet? Nehmen Sie diese Karte. Ich habe das Hotel und einige andere interessante Orte eingezeichnet. Boah, Alter, welche Orte hast du denn eingezeichnet? Andere interessante Orte? Zum Beispiel? Sie sind Privatdetektiv, richtig? Ich habe zum Beispiel die Polizeiwache, das Stadtarchiv und die Zeitungsredaktion markiert. Alles Orte, die Sie näher zur Wahrheit führen. Die Stadt ist geheimnisvoll und ziemlich eigen. Die Bewohner sind nicht besonders hilfsbereit. Daher sollten Sie wissen, wohin Sie sich wenden müssen, wenn Sie eine Spur verfolgen. Was machst du denn hier in Oakmont, mein Freund? Mit was verbringen Sie Ihre Zeit, Johannes? Ich leite einen Philosophie. Ach so. Für gleichgesinnte Intellektuelle. Ja, wer nicht? Dort kreisen unsere Gedanken um Fragestellungen wie Motten um das Licht. Gibt es dieser Tage in Oakmont überhaupt ein Interesse an Philosophie? Ein höheres Bewusstsein erlangt man nur durch Leid, Mr. Reed. Geistige Klarheit stellt sich daher am ehesten in schweren Zeiten ein. Ja, mein Sohn würde ich sagen, das ist der Böse. Das ist der Böse, Papa. Ich denke, das ist vorerst. Das ist der Böse. Danke, dass Sie mir geholfen haben. Keine Ursache. Es war mir ein Vergnügen, Mr. Reed. Ach, bevor Sie gehen, wo finde ich Sie? Machen Sie sich darüber keine Gedanken. Ich werde Sie finden. Da hört sich ja sehr vertrauenserweckend aus. An. Gut, die Karte. Da ist sie. Hafen von Oakmont. Deepshore. Okay. Karte war übrigens auch in dem Spiel dabei. Devil's Reef Hotel. Polizeiwache. Zeitung. Frankenhaus. Irrenanstalt. Sanatorium. Darf natürlich nicht fehlen bei einem Lovecraft-Spiel. Die Bibliothek darf auch nicht fehlen. Rathaus. Okay. Es sieht relativ groß aus. Ist natürlich jetzt gleich die Frage, wie groß ist dann wie... Ach, Freunde! Das Blaue, das sind alles überflutete Gebiete hier. Da müssen wir mit dem Boot hinfahren, glaube ich. Sonst kommen wir da gar nicht hin, Freunde der Nacht. Okay, dann gehen wir doch mal hin. War ich jetzt noch mehr? Wahrzeichen, Gebäude mit Archiv. Okay, das können wir später alles nochmal gucken. Alter! Ich denn hier so ein Krake rum? Ah, ey. Clearwater. Welcome to Oakmont. Town on the rise. Ah, okay. Dreckig.
blurig. Was meint er denn da? Beten? Hä? Suga, mein Freund. Das Ende ist nah. Und dann beginnt wieder alles von vorn. Was unten ist, gelangt empor. Die Saat ist gesät. Okay. Du das sagst, muss das ja so sein. Da rein? Hier überall rein? Nee, nee, nicht. Okay, dann wollen wir weiter. Oh, da steht irgendwer rum. Under the Keel Bar Exit. Wer ist er denn? Alter, wer seid ihr denn? Mit euch los. Eure billigen Ausreden interessieren mich nicht. Niemand verlässt den Hafen, bis mein Sohn gefunden wurde. Und dabei bleibt er. Er sieht aus wie ein Affe. Sind Sie Robert Throckmorton? Ja, aber ich habe keine Zeit. Gehen Sie. Ich heiße Charles Reed und bin Privatdetektiv. Ich bin gerade aus Boston hier angekommen. Man sagte mir, Sie können mir vielleicht helfen. Privatdetektiv, sagen Sie? Nun ja. Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Alter, der sieht aus wie vom Planet der Affen. Also mit deinem... nee. Darf ich fragen, was Ihrem Sohn zugestoßen ist? Warum interessiert Sie das, Neuankömmling? Ich soll doch helfen. Ich bin Privatdetektiv. Menschen aufzuspüren ist mein Spezialgebiet. Hm. Albert nahm an einer Tiefsee-Expedition teil, die ich ins Leben gerufen hatte. Dieser Taugenichts hier meinte, er habe gesehen, wie Albert in einem Rettungsboot an die Küste gespült wurde. Er sei kaum bei Bewusstsein gewesen und habe im Wahn in einer fremden Sprache vor sich hingemurmelt. Und dann soll er sogar versucht haben, den Kerl zu beißen. Aber Sie glauben ihm nicht. Ausgemachter Unfug ist das. Ich kenne Albert. Dank meiner Erziehung ist er intelligent und hat eine gefestigte Persönlichkeit. Er ist der Beste seiner Art. Es muss jemand anderes gewesen sein. Wer denn? Alberts Verschwinden geht auf das Konto von Innsmouther. Da bin ich mir sicher. Innsmouther? Sie scheinen auf Innsmouther nicht gut zu sprechen zu sein. Diese fischgesichtigen Verrückten fallen in diese Stadt ein, seit die Polizei Innsmouth niedergebrannt hat. Dreckige Migranten sind das, die schon die halbe Stadt an sich gerissen haben. Okay. Den Hafen, die Bezirke Grimhaven Bay, Salvation Harbor, The Shells. Sie sind einfach überall. Sie sind also sozusagen Flüchtlinge? Wenn sie einfach nur Flüchtlinge wären. Sie haben angefangen, für die hiesigen Fischer zu arbeiten und stellen sich gegen uns. Dabei ist die Familie Throckmorton ein Stützpfeiler dieser Stadt. Und die Verbrechensrate hat schwindelerregende Höhen erreicht. Ein großer, stinkender Misthaufen ist das, der nur Ärger macht. Okay, also Innsmouth spielt eine ganz extreme Rolle in einem sehr bekannten Roman von Lovecraft. Auch ein Computerspiel mal in Innsmouth. Ja, was wissen Sie denn über die Vision? Man sagte mir, ich könne mit Ihnen über Visionen reden. Über den Ausbruch einer Hysterie. Ich versuche, diesem Phänomen auf den Grund zu gehen. Ja, ein weiterer Neuankömmling mit einem Problem. Das kenne ich bereits zur Genüge. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Sie haben vielleicht Nerven. Mein Sohn Albert wird vermisst. Aber niemand in dieser von Innsmouthern verseuchten Stadt rührt einen Finger. Und dann wollen Sie auch noch mit mir über Visionen reden. Ja, ich könnte ja versuchen, Albert zu finden. Mr. Throckmorton, gestatten Sie mir, Ihnen zu helfen. Ich habe viel Erfahrung darin, vermisste Personen ausfindig zu machen. Ich werde Albert finden. Was lässt Sie glauben, dass Sie Erfolg haben werden? Oakmont ist Neuankömmlingen gegenüber nicht besonders aufgeschlossen. Sagen wir einfach, dass ich manchmal Dinge sehe, die andere nicht sehen. Außerdem haben sie nichts zu verlieren. Und sie scheinen jede Hilfe zu brauchen, die sie kriegen können. Da haben sie nicht ganz unrecht, Neuankömmling. Vera. Vera? Entschuldigung, sagten Sie Vera? Was heißt das? Sie sollten sich mit dem Oakmonter Dialekt vertraut machen, Neuankömmling. Diese Verschmelzung verschiedener Sprachkulturen ist faszinierend, sofern man bereit ist, sich darauf einzulassen. Vera bedeutet so viel wie
gut. Vera. Womit ich zum Ausdruck bringen wollte, dass ich einverstanden bin. Verstehe. Danke. Erzählen Sie mir mehr zu Alberts Verschwinden. Ich muss mehr darüber wissen, was Albert zugestoßen ist. Dane, haben Sie mir nicht zugehört? Ich habe Ihnen bereits alles gesagt. Albert ging auf Expedition und wurde dann an der Küste in einem Rettungsboot gefunden. Dieser Fischer brachte ihn angeblich zum Haus der Fischer und verließ es dann, um mich zu holen. Aber als ich hier ankam, fehlte von meinem Sohn... Da hast du gerade noch nichts von erzählt. Sonst noch etwas? In dem Haus muss etwas Schlimmes passiert sein. Am besten trödeln Sie nicht länger herum und sehen sich selbst dort um. Wo ist denn das Haus der Fischer? Wo befindet sich das Haus, in das Ihr Sohn Albert angeblich gebracht wurde? Bei Cowhill, ich dachte, Sie sind Privatdetektiv. Wir stehen direkt davor. Okay. Wo ist denn ein Rettungsboot? Sie erwähnten ein Rettungsboot. Ist es noch irgendwo hier? Ja. Richten Sie Ihren Blick auf das Haus. Gehen Sie dann nach links, bis Sie einen Strandabschnitt erreichen, an den ein Zaun angrenzt. Dort ist das Rettungsboot. Okay. Ich mache mich an die Arbeit. Ich würde zwar lieber das schöne Wetter genießen, Mr. Throckmorton, aber ich mache mich besser an die Arbeit. Finden Sie meinen Sohn, Neuankömmling. Und zwar schnell. Also, wo ist das Haus? Dann da links. Und da soll irgendwo ein Rettungsboot sein? Noch weiter? Wirklich. Ich hab gesagt, bis zum Strand oder so. Nee, hier sind wir falsch. Da ist irgendwie ein Rettungsboot. Guck mal. Da ist ein Boot. Können wir mal gucken. Rettungsboot der Titania. Wo steckt denn dein Oberon, Titania? Oberon? Was ist denn ein Oberon? Da liegt irgendwie ein Brief. Albert Throckmortons Testament. Ich hoffe, jemand findet diese Zeilen. Mein Name ist Albert Throckmorton und dies ist mein letzter Wille. Ich möchte Sie warnen, steigen Sie nicht hinab in die Tiefen unterhalb von Oakmont. Dort ist unleserlich. Wir hätten das nicht tun dürfen. Alles hätte einfach in der Höhle bleiben sollen, Professor... Ich habe Angst davor, was jetzt aus mir wird. Ich höre Gesang in meinem Kopf und wenn ich die Augen schließe, sehe ich Visionen. Der Zyklus beginnt wieder und wieder und wieder und wieder. Doch am Ende wird sie kommen. Ich muss alle warnen. Ich muss meinem Vater Bescheid sagen und er ist hier. Okay. Da ist Schlotze drauf, Freunde. Guckt euch das an. Aus irgendeinem Grund jagt mir dieser Helm einen Schauer über den Rücken. Was stimmt nicht mit ihm? Ey, da war Schlutze drauf. Alle Hinweise gefunden. Okay. Ach, jetzt habe ich... Ach, meine geistige Stabilität ist runtergegangen, oder was war jetzt los? Ja, meine geistige Stabilität... Was machen die denn hier im Meer? Keine einzige Makrele habe ich gefangen, seit sich diese Innsmouther die Fischerei unter die Nagel gerissen haben. Das ist schlecht. Gefällt es Ihnen hier, Neuankömmling? Gewöhnen Sie sich dran. Aus Oakmont kommt jetzt nämlich niemand mehr weg. Oh. Gut. Also, wir haben ein Testament gefunden. Wir haben einen seltsamen Taucherhelm gefunden. Dann würde ich sagen, gehen wir uns jetzt mal die Fischerei angucken. Und gucken mal, ja, mit den Innsmouthern, das macht mich ja schon nervös, ne? Das ist schon kein gutes Zeichen. Was hat er denn überhaupt? Hat er was zu erzählen hier? Ich habe schon alles gesagt, was okay, ich weiß. Du? Machen Sie keinen Blödsinn, Neuankömmling. Und lassen Sie Ihre Hände da, wo ich Sie sehen kann. Und du, hast du was zu erzählen? Ne? Du hast nur eine coole Knarre. Okay. R3 zum Ein- und Ausschalten der Taschenlampe. Hier wurde der reingebracht. Eie. Wenn er normal laufen? Ich finde den stylischer, wenn er normal läuft. Zum Öffnen? Ist auch gar nicht.
Oh, oh, da geht's hoch. Boah, ey, guck mal, die ganzen. Was liegen denn hier? Tote Tinten. Was ist denn das für eine Schlotze hier an der Wand? Alter, was ist denn das für ein Loch da in der Wand? Alter Schwede. Oh, oh, oh. Oh. Man muss enorm viel Kraft aufwenden, um so einen Schrank zu bewegen. Geschweige denn umzuwerfen. Ach du Schande, nee. Ich bin gespannt, was sie finden werden, Neuankömmling. Ich auch. Alter, Alter, was ist denn hier passiert? Ja, hier runterfallen? Ich will hier runterfallen. Ist er durch die Wand gegangen oder was? Hier wurde heftig gekämpft und jemand versuchte zu fliehen. Alter Vater. Man kann kaum das Gesicht dieses armen Kerls erkennen. Es wurde förmlich zu Brei geschlagen. Was ist denn jetzt los? Was hat denn? Was war das denn jetzt? Da war irgendwie eine Vision oder sowas. Boah, das ist ja total strange hier mit dem, dass sich das alles so verformt. Guck mal wieder, klar. Alles wieder gut? Alter Schwede. So wird das nichts mit einem Full House. Ja, ich habe jetzt gerade andere Probleme, mein Freund. Wundert mich, dass hier nicht das Foto von jemandem hängt. Okay. Inneres Auge. Okay, machen wir gleich. Ich gucke mir jetzt erstmal weiter um. So sehen also Innsmouther aus. Okay, habt ihr gesehen? Er hatte voll den Fischkopf. Die Prohibition scheint in Oakmont keine allzu große Wirkung zu zeigen. Ja. Hey, So ein Messer habe ich noch nie gesehen. Allerfeinste Handwerkskunst. Alles sehr seltsam. Ah, okay. Was ist das denn? Gründer, Nechri, Gründer, Gebheil, Nugrujim, Nahavjim. Was sehe ich hier gerade? What? Alter Schwede, ey. Kann ich das hier nochmal machen hier? Wo das Vieh gerade war? Man kann kaum das Gesicht dieses armen Kerls erkennen. Es wurde förmlich zu Brei geschlagen. Da. Aber warum sehe ich das? Boah, keine Ahnung. Habe ich jetzt was genommen? Okay, Alkohol. Tut, tut. Ja. Okay, hier scheint nichts mehr zu sein. Wir können uns, glaube ich, mit dem Typ unterhalten. Ich bin mal gespannt, was der uns zu erzählen hat. Hallo? Hey. Können Sie mich hören? Oh, mein Kopf. Was? Wer sind Sie? Sind Sie von der Polizei? Ich habe denen schon alles gesagt. Schon gut. Charles Reed, Privatdetektiv. Mr. Throckmorton hat mich damit beauftragt, seinen Sohn zu finden. Oh, okay. Was wollen Sie? Wer sind Sie? Erzählen Sie mir etwas über sich. Ich heiße Will. Will Hammond. Ich bin Fischer, so wie alle, die hier wohnen. Ich dann, Paul, der arme Kerl. Barry und der Innsmouther Lewis Flynn. Wir sind nach der Flut hierher gezogen. Davor habe ich für die Eisenbahn gearbeitet, aber da geht nichts mehr, also wurde ich Fischer. Ich hatte die Wahl. Entweder fischen oder sterben. Okay, was ist hier passiert? Ich will wissen, was hier passiert ist.
Jedes kleinste Detail. Ich kann mich nicht an viel erinnern. Paul, Louis und ich, wir drei waren hier. Das ist unser Haus. Barry war draußen und hat gearbeitet. Dann hat er plötzlich Throckmortons Sohn reingetragen. Er war bewusstlos und hat kaum geatmet. Anschließend ist Barry wieder raus, um Robert Throckmorton zu holen. Und dann? Wir haben den Burschen in Louis' Zimmer gebracht. Dann hat er plötzlich angefangen, komische Geräusche zu machen und... Oh, mir wäre fast der Kopf geplatzt. Er kam wieder zu Bewusstsein und... ab da weiß ich nichts mehr. Dann war alles wie ein Traum. Überschwemmte Straßen, ein schlafender Riese, eine Stimme, die nach mir rief... Oh. Kommt mir bekannt vor. Wer ist Cowheel? Wer ist denn dieser Cowheel? Zeigen Sie ein bisschen mehr Respekt, Neuankömmling. Cowheel ist der Herr, das Licht, die Liebe. Tut mir leid, das wusste ich nicht. Wo sind die anderen? Wo sind Ihre Mitbewohner? Da, auf dem Boden, das ist Paul. Möge Cowheel seiner Seele gnädig sein. Barry steht draußen bei Mr. Throckmorton. Der Glückspilz hat von all dem nichts mitbekommen. Aber ich habe keine Ahnung, wo Louis und der Sohn von Mr. Throckmorton jetzt stecken. Ich befürchte langsam das Schlimmste. Was ist jetzt Paul zugestoßen? Wissen Sie, wie Paul zu Tode kam? Nein, als ich wieder klar im Kopf wurde, war er schon tot. Cowheel hab ihn selig. Okay, muss jetzt gehen. Lassen wir es für den Moment dabei. Passen Sie auf sich auf, Will. Bitte, Sir. Sie sind Detektiv. Sagen Sie mir die Wahrheit. Könnte ich es gewesen sein? Habe ich Paul auf dem Gewissen? Oh, Cowheel, habe ich ihn getötet? Das weiß ich noch nicht, Will. Versuchen Sie, sich hier ein wenig auszuruhen. Die Polizei hat sowieso die Gegend abgeriegelt. Hoffentlich schlafe ich nicht ein und habe dann Albträume. Okay. Warte mal, was ist denn jetzt hier? Retrokognition bedeutet so viel wie Zurücksehen und ermöglicht es, die Ereignisse zu sehen und zu verstehen, die sich in der Vergangenheit abgespielt haben. Wenn du genügend Hinweise an einem Schauplatz gefunden hast, erteilt dich eine Vision, in die du eintauchen kannst, um alle wichtigen Szenen des Ereignisses zu finden. Okay. Und jetzt... Nimm das, Affengesicht! Nimm das, Affengesicht? Ja! Lauf nur weg! Boah, man erkennt gar nichts. Das ist gar nicht hier in dem Zimmer, ist da drüben. Und hier noch was? Nicht. Was? Was geschieht mit mir? Okay, dann wollen wir mal sehen. Ah, okay. Eins. Was geschieht mit mir? Zwei. Nimm das, Affengesicht! Und drei. Ja! Lauf noch jetzt? Weg! Als Albert Throckmorton aufwachte, war er nicht mehr er selbst. Er attackierte die Fischer und seine Hysterie griff auf sie über. Er wurde verwundet und floh. Okay. Sehe ich diese Viecher oder was? Was ist denn mit Gedanken? Ich schnall das gar nicht mit Gedankenspiele. Was soll das? Bei den Ermittlungen für den Hauptfall erhältst du Hinweise, die du für Gedankenspiele nutzen musst. Option drücken zum Öffnen der Fallmappe und dann zum Gedankenspielbildschirm wechseln. Wenn du zwei wichtige Hinweise kombinierst, erhältst du neue Hinweise, neue wichtige Informationen betreffend den Fall. Schlussfolgerung, okay, gucken wir mal. Dann machen wir mal Gedankenspiele. Ach, da oben ist es. So, Albert griff die Fischer an. Albert Throckmorton griff die Fischer in ihrem Haus an, als er das Bewusstsein wiedererlangte. Jetzt muss ich die kombinieren, oder was? Boah.
Jetzt. Und fliegt Throckmortons ins Wasser. Albus Throckmorton griff die Fischer in ihrem Haus an, als er das Bewusstsein wieder erlangte. Steht ein Konflikt zwischen der Familie Throckmorton und den Innsmousern? Okay, ist nicht. Ich kann einfach wild durchprobieren, oder was? Und Albert ging eine Gefahr aus. Albert Throckmorton stellte für Louis Flynn und die anderen Fischer eine Gefahr dar. Das war jetzt die Herleitung, oder was? Einer der Fischer wird vermisst. Okay, Louis, also das wurde Schatze. Albert ergriff verwundete Flucht. Ich kann Albert aufspüren. Nach der Auseinandersetzung im Hafen der Fischer lief Albert Throckmorton davon und wurde von Louis, einem der Fischer, verfolgt. Mit meinen übersinnlichen Kräften sollte ich sie aufspüren können. Okay. Aber ich schnall diese. Das Kombinieren ja noch gar nicht. Kann man ja einfach wild kombinieren. Das habe ich jetzt noch nicht geschnallt, Gedankenspiel. Das ist irgendwie. Besteht ein Konflikt zwischen der Familie Throckmorton und den Innsmousern. Ja, kann man ja mal sagen. Als Albert Throckmorton aggressiv wurde, schoss der Innsmouser Fischer Louis sofort auf ihn. Können wir mal ausprobieren. Louis und die anderen Innsmouser in Oakmont leiden unter den Throckmortons, weswegen Louis die Familie womöglich hasst. Okay. So, dann haben wir noch Albert. Kehrte von Sinnen zurück. Albert Throckmorton benahm sich sonderbar, als er von der Meeresexpedition zurückkam. Er war aggressiv und redete wirr. Als Albert Throckmorton das Bewusstsein wieder erlangte, hatten die Fischer plötzlich einen Anfall von Wahnsinn. Albert Throckmorton steckte jeden in seiner Nähe mit seinem Wahnsinn an. Okay. Was ist das jetzt? Sentiments gegen die Throckmortons. Und Albert ging eine Gefahr aus. Und blickte die anderen mit dem Wahnsinn an. Okay. Gut. Aber bringt uns das noch irgendwas? Hotelzimmerschlüssel, okay, brauchen wir noch. Will Hammonds Aussage. Albert Zockmann gefunden und ins Haus gebracht hatte. Okay, haben wir schon gemacht. Auseinandersetzung der Fischer. Ich kann Albert aufspüren. Haben wir gesammelt. Fotografie einer Trophäe. Albert Throckmortons Testament. Okay. Zeichen folgen. Mithilfe deines inneren Auges kannst du Zeichen sehen, die dir den Weg weisen. Folge den Zeichen, um neue Hinweise zu entdecken. Aber wie mache ich das? Hier wurde heftig gekämpft und jemand versuchte zu fliehen. Okay. Ich war doch gerade irgendwie in dieser Ansicht drin, ne? Hier. Wie dat? Keine Ahnung. Diese übernatürliche Sicht einschalte und ausschalte. Warte mal. Hä? Also mit der Steuerung, das ist mir alles noch ein Rätsel gerade. Auf Karte setzen, Hinweis anheften. Kam ich denn jetzt hier verflucht nochmal da, Hinweis, Fallmappe. Mit Hilfe deines inneren Auges kannst du Zeichen sehen, die dir den Weg weisen. Folge den Zeichen, um neue Hinweise zu entdecken. Aber wo ist das innere Auge? Gott verdammt. Kamera? Inneres Auge? Nö. Muss das innere Auge sein hier? Okay, muss das innere Auge sein. Guck mal, hier ist auch noch was. Hey,
Kann ich das so lange anlassen, wie ich will, oder was? Kann ich das ja fotografieren? Warte mal. Ah, boah, ätzend. Also ich sehe hier gerade keinen Hinweis. Das heißt so ein... Das Buch ist feucht und beschädigt, wurde aber offensichtlich pfleglich behandelt. Okay. Er soll mir jetzt was sagen? Oder sind das jetzt die Hinweise, denen ich folgen muss? Natürlich sein, ne? Ach, da! Okay, der läuft dahin. Ah, der rennt dahin. Ah, okay. Okay. Patronenhülse. Der Fischer hat Albert also verfolgt und dabei sogar auf ihn geschossen. Bin ich dabei jetzt wahnsinnig bei dieser übernatürlichen Fähigkeit? Da geht's weiter. Okay. Trotz seiner Verletzung konnte Albert so hoch klettern. Robert Throckmorton hat wohl nicht übertrieben, als er gesagt hat, Albert sei der Beste seiner Art. Okay. Boah, ich schalte das mal aus eben. Und muss mir erstmal erholen ein bisschen hier. Alter Schwede. Ei der Daus, ey. Das ist aber... eine Nummer. Da rein, sagst du? Alter! Ist das? Da steckt etwas in der Tasche. Nachricht mit Blutflecken. Louis, bitte gib mir noch eine Woche. Ich habe meine Schulden nicht vergessen, aber so wie bei allen anderen auch, läuft es im Moment einfach nicht gut. Die Bullen schnüffeln die ganze Zeit am Hafen herum. Wie soll ich da meine Vorräte für die Bar aufstocken? Aber keine Sorge, ich habe gute Leute an der Hand, die mich wahrscheinlich bald regelmäßig beliefern können. Nur noch eine Woche, dann kann ich dir das Geld mit doppelten Zinsen zurückzahlen, Peter. Hier nicht richtig oder was? Oh, ey. Boah, ey, da wird einem ja schwindelig, ey. Hä? Treppe, Treppe. Die Tür gibt nicht nach. Jawohl. Oh. Mister? Ein Einschussloch in der Stirn. Der Schuss war tödlich und wurde gezielt abgegeben. Was war das denn? Ein Einschussloch in der Stirn. Der Schuss war tödlich und wurde gezielt abgegeben. Alter! Das ist ein Beinwesen. Was ist das? Habe ich hier für keine Munition irgendwie? Doch, habe ich. Okay, aber ich würde fast sagen, machen wir uns ein bisschen. Was hier? Weil liegt hier ein Wal? Freunde, nach dir liegt ein Wal rum. Was ist denn hier los? Ist der tot? Ist er tot? Ich glaube, der ist tot. Alter.
Gedankenspiele sollen wir machen, okay. Machen wir mal Gedankenspiele. So, Louis verließ. Louis, der Innsmouser Fischer, der vermutlich Albert Throckmorton ermordet hat, verließ den Tatort. Albert Throckmorton floh aus dem Haus der Fischer, nachdem er verwundet worden war. Quatsch. Der Besitzer einer Bar am Hafen schuldet Louis Flynn Geld. Louis, der Innsmouser, der Albert Throckmorton auf dem Gewissen hat, versteckt sich möglicherweise in der Bar am Hafen von Oakmont. Okay. Ja, Albert wurde ermordet, würde Sinn machen. Louis wollte Albert Throckmorton womöglich nicht verjagen, sondern gezielt töten, weil er ein Throckmorton ist. Okay, mehr haben wir nicht. Mehr haben wir nicht, Freunde. Dann müssen wir jetzt zur Bar, um den Typen zu stellen. Alter. Da ist gar keine Treppe hier, oder? Was ist das? Was ist denn das hier? Schießpulver? Kohle. Bestimmt Geld in der Kasse. Bin ich denn jetzt hier? Da bin ich gerade runtergegangen. Okay. Dann noch. Ging auch noch hoch, ne? Ist auch noch hoch. Aber ist zu. Zum Glück zu, die Tür. Da können wir jetzt rausgehen. Aber wäre das jetzt so clever, dem Throckmorton direkt Bescheid zu sagen? Sein Sohn ermordet worden ist? Keine Ahnung. Reden wir mit dem und gucken mal, was der sagt. Der gut findet. Ihr Sohn wurde ermordet. Mr. Throckmorton, leider habe ich schlechte Neuigkeiten. Oh nein. Ich habe Ihren Sohn im Untergeschoss eines Lagers hier in der Nähe gefunden. Es tut mir leid, aber er wurde ermordet. Jemand schoss ihm in den Kopf und versteckte dann die Leiche. Nein. Nein, nein. Ich kann es nicht glauben. Das darf nicht wahr sein. Nein! Mein Beileid. Mein Beileid, Mr. Throckmorton. Ich hatte gehofft, die Sache würde ein gutes Ende nehmen. Mein armer Junge. Unser Blut, sinnlos vergossen für nichts und wieder nichts. Ihre Beileidsbekundung macht ihn auch nicht wieder lebendig. Sagen Sie mir, dass Sie wissen, wer es war. Ich will dem Mörder in die Augen sehen und hören, wie er um Gnade winselt. Komm, hau raus. Offenbar ist ein Fischer namens Louis der Mörder. Er trug eine Waffe bei sich und verfolgte Albert nach dessen Flucht aus dem Haus. Louis heißt er also. Was wissen Sie über ihn? Sie hatten recht. Er ist ein Innsmouther. Oh, dieser Abschaum ist zu weit gegangen. Wenn ich mit den Innsmouthern fertig bin, werden sie es bereuen, einem Throckmorton das Leben genommen zu haben. Bringen Sie mir diesen Mistkerl, Louis. Ich werde ihn zur Rechenschaft ziehen. Wenn Sie das für mich tun, helfe ich Ihnen bei allem, was Sie wollen. Okay, da hört sich nach einem Deal an. Das hört sich doch mal nach einem guten Deal an. Wo ist denn diese Kneipe überhaupt, wo der hin ist? Wo hier vermerkt... Reef Hotel. Ach, da hinten ist die Karte. Okay, gesammeltes. Ballmappe. Nachricht mit Blutflecken. Stoffhetzen einer Jacke. Und Louis könnte sich in der Bar verstecken. Louis, der Innsmouser, der Albert Throckmorton auf die... In der Bar am Hafen von Oakmont. Wer hat den jetzt gesetzt? Sehe hier keine Bar. Ich denke mal nicht, dass er da hinten sein wird. Hafen von Oakmont ist ja hier. Keine Ahnung, wo die Bar hier sein könnte.
keine Ahnung, wie ich danach suchen könnte. Ja, bar. War ja einfach. Ist wohl ja einfach. Under the keel. Wer ist er denn? Wer bist du denn? Sie kommen mir bekannt vor. Aber der gute Billy hat sie noch nie gesehen. Ah, vielleicht in der Vision oder so. Er hat da einen schönen Smoker, der sich da hingestellt. Guckt euch das an, Freunde. Macht ihr gleich schön Krabben grillen. Ist ja einer tot oder was? Nee. Haben Sie eine Patrone übrig? Hab seit Tagen nichts gegessen. Willst du eine Patrone essen? Oder lieber einen Fisch? Alter, was ist denn hier los? Räum doch mal auf, ey. Red mal erstmal mit dem Wahrsager hier. Kommen Sie näher, Sie geplagte Seele. Ich kann Ihnen sagen, was die Zukunft für Sie bereithält. Sie sind so etwas wie eine Wahrsagerin? Ja, mein guter, ja. Oh, ich sehe es ganz deutlich. Ihr Lebensweg steckt voller Überraschungen, Neuankömmling. Erzähl mal. Wirklich? Zum Beispiel? Nicht so schnell, Neuankömmling. Ich sehe viele Dinge. Und einige davon beschreibe ich Ihnen, wenn Sie einen geringen Obolus entrichten. Gut, wie viel wollen Sie? Ein Dollar? Ihr Geld ist dir nichts wert, Neuankömmling. Seit der Flut bezahlen die Oakmonter mit Waren. In erster Linie mit Alkohol, Tabak und Patronen. Und hier ein Wink mit dem Zaunpfahl. Ich rauche nicht. Zahlen ihr mit Patronen? Ich bin gespannt, was meine Zukunft für mich bereithält. Gut, gut. Ich muss mich konzentrieren. Die See wird in den kommenden Tagen großzügig sein. Sie wird viele Geschenke überbringen. Und viele werden es bereuen, sie angenommen zu haben. Ich kann Ihnen nicht ganz folgen. Das Neue wird gegen das Alte aufbegehren. Ein eiserner Wille gegen ein kaltes Herz. Ganz gleich, wer gewinnt, auch Sie werden gewinnen. In einem Käfig aus Eisen und große Säulen. Umgeben von den Toten. Ein Rennen, das endet und von vorn beginnt. Und die Zeit selbst lacht nur. Okay, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ich glaube, ich will meine Patrone zurückhaben. Ich habe nur gesagt, was ich gesehen habe. Die Wahrheit wird sich schon bald offenbaren. Ich habe lediglich einen kurzen Blick von ihr erhascht. Warum habe ich bloß das Gefühl, übers Ohr gehauen worden zu sein? Man weiß es nicht. Seien Sie auf der Hut. Unten treiben sich Monster herum. Die sind überall. Ich habe gerade schon eins gesehen. Jetzt, wo der Hafen geschlossen ist, verteilen die Carpenters bestimmt kein Essen mehr. Carpenters? Sind die Carpenters? Lassen Sie das! Sehen. Willkommen im Under the Keel. Was darf sein? Aber beängstigende Kreaturen gesehen. Ich habe hier in der Nähe beängstigende Kreaturen gesehen. So etwas ist mir noch nie untergekommen. Was zum Teufel sind das für Dinger? Sie sind wohl auf Wildbeester gestoßen, Neuankömmling. Niemand weiß etwas über sie. Und Sie können froh sein, dass Sie noch leben. Die haben wir hier seit der What? Einige sagen, sie kommen einfach aus dem Meer. Andere glauben, dass Kauil uns mit ihnen bestraft. Und was meinen Sie? Was blutet, kann man auch töten. Halten Sie hier immer Ihre Waffe bereit. Und falls Sie mal schreckliche Erinnerungen auslöschen wollen, verkaufe ich dafür hier genau das Richtige. Und noch ein Ratschlag. Lieber feige sein und leben, als tapfer sein und sterben. Aber eigentlich sollte ich das einem Neuankömmling gar nicht sagen.
Okay, ich suche Louis Flynn. Ich suche jemanden namens Louis Flynn. Ist er zufällig hier? Selbst wenn ich es wüsste, würde ich es einem Neuankömmling sicher nicht sagen. Kann Ihnen helfen, ihn loszuwerden. Zufällig weiß ich, dass Sie bei Mr. Flynn Schulden haben. Ich habe Ihre Nachricht an ihn unweit von Albert Throckmortons Leiche gefunden. Dem Sohn von Robert Throckmorton. Louis steckt also offensichtlich in Schwierigkeiten und es ist gut möglich, dass er sich hier versteckt. Wenn Sie ihn verpfeifen, kann er nicht mehr seine Schulden eintreiben, verstehen Sie? Throck, das erklärt das ganze Blut. Also gut, wenn ich damit mein Problem loswerde, rede ich. Und? Er ist oben. Hier haben Sie den Schlüssel. Sie müssen mir versprechen, dass ich ihn ein für alle Mal los bin. Aber hier drin wird nicht geschossen, ja? Eine kluge Entscheidung. Okay. Jeden Tag eine gute Tat. Für heute haben Sie Ihr Soll erfüllt. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. So. Nach oben, eine Runde ballern. Geht's denn hier überhaupt hoch? Ach ja. Wodurch? So. Was? Da drin, oder was? Hey, wer sind Sie? Alter! Was wollen Sie hier? Wer ist er denn? Charles Reed, Privatdetektiv. Mr. Throckmorton beauftragte mich damit, seinen Sohn Albert zu finden. Nun sollten Sie wissen, warum ich hier bin. Throck, dieser verfluchte Barkeeper! Das war alles die Schuld dieses verrückten Affen, hören Sie? Ganz ruhig. Ich will nur mit Ihnen reden. Vorerst. Aber wenn Sie nach Ihrer Waffe greifen, liegen Sie schneller tot auf dem Boden, als Sie ausgleichende Gerechtigkeit sagen können. Ich habe nichts zu verbergen. Das Fish and Apes hier, oder was? Erzählen Sie von Anfang an. Was ist passiert? Wir waren im Haus. Also Paul, Will und ich. Barry wollte raus aufs Meer. Obwohl ich ihm gesagt habe, dass das Pech bringt. Wenn er auf mich gehört hätte, wären wir alle noch am Leben. Kommen Sie, Louis. Bleiben Sie bei der Sache. Gut, also Barry hat dann diesen verfluchten Affen angeschleppt. Ganz stolz hat er sich laut ausgemalt, wie viel Geld uns Mr. Throckmorton wohl für die Rettung seines Sohnes geben wird. Aber dieser Affe, er war bewusstlos und als er aufgewacht ist, hat er herumgeschrien und uns angegriffen. Danach erinnere ich mich an nichts mehr. Okay, du hast ihn ermordet. Warum? Sie haben ohne Vorwarnung einfach abgedrückt. Und als Albert geflohen ist, haben Sie ihn sogar verfolgt. Warum? Ich erinnere mich nicht. Als er aufgewacht ist, war es so, als würden mir die Sinne vernebelt werden. Das Erste, woran ich mich danach erinnere, ist dieses verdammte Lager. Und dass ich voller Blut war. Ich hatte nicht den Hauch einer Ahnung, was passiert war. Aber dachte mir schon, dass es etwas mit dem Affen zu tun hat. Tja... Und ich hatte recht. Okay. Warum siehst du so aus, mein Freund? Was? Warum sehen Sie... Ihr Gesicht? Es ist, Sie sind gekommen, um mich zu beleidigen, weil ich anders aussehe als Sie. Wollen Sie mich bespucken und vor Ihren Freunden herumtuscheln? Denken Sie, ich kenne das alles nicht? Tut mir leid. Ich wusste nicht, wie ich es anders sagen soll. Jemanden wie Sie habe ich noch nie gesehen. Ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten. Die Körper der Innsmouther wurden von der See gesegnet. Leute wie mich gibt es hier viele. Also gewöhnen Sie sich besser an diesen Anblick. Wir sind stolz darauf, wer wir sind. Ist so schön. Sie scheinen wohl überlegt gehandelt zu haben. Das, was Albert angetan wurde, scheint nicht aus dem Affekt heraus geschehen zu sein. Ein gezielter, tödlicher Schuss in den Kopf... Eine versteckte Leiche sieht ganz nach einem wohlüberlegten Mord aus. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich war nicht ich selbst. Warum mögen Leute wie Sie die Throckmortons? Mir ist zu Ohren gekommen, dass die Innsmouther und die Throckmortons sich nicht sonderlich gut verstehen. Können Sie mir mehr dazu sagen? Diese Affen verabscheuen uns seit dem Moment, als wir in Oakmont aufgetaucht sind. Unsere Stadt wurde dem Erdboden gleichgemacht. Irgendwo mussten wir doch hin. Die Blackwoods, eine der großen Familien hier, haben uns sofort geholfen. Andere waren nicht so gastfreundlich. Wir haben Arbeit, Essen und Medikamente gebraucht. Aber der Stadt war das egal. Und dann? Um jeden Brotkrumen mussten wir kämpfen.
Und diese Throckmortons oben in ihrem Palast haben es uns nur noch schwerer gemacht. Dauernd haben sie was hinter unserem Rücken ausgeheckt und die Leute gegen uns aufgehetzt. Und tun es noch immer. Ich hoffe, irgendwann werden sie so leiden, wie wir gelitten haben. Was genau meinen Sie mit Familien? Sie erwähnten große Familien. Was genau meinen Sie damit? Sie sind ein Neuankömmling. Das erklärt natürlich einiges. Ja, ein Neuankömmling mit einer Waffe. Beantworten Sie die Frage. Schon gut. Hier dreht sich viel um Blutlinien, Traditionen, Ansehen. Diejenigen, die hier das Sagen haben, stammen aus den Familien, die man hier große Familien nennt. Da gibt es zum Beispiel die Carpenters, die einen Großteil der Unterwelt hier in der Stadt in ihrer Hand haben. Und die Blackwoods, die über die Familie Marsh mit den Innsmouthern verwandt sind. Und, lassen Sie mich raten, die Throckmortons. Genau dieses dreckige Affenpack. Da die meisten Angehörigen der Familie Blackwood nicht mehr hier sind, ist da niemand mehr, der uns Innsmouther beschützt. Ja, okay. Ich denke, ich weiß, was ich wissen muss. Bitte, Mr. Reed, sagen Sie Throckmorton nichts. Was auch immer ich getan habe, wollte ich nicht tun. Das schwöre ich. Haben Sie Erbarmen, bitte. Was soll denn nur aus meiner Familie werden? Ohne mich wird sie verhungern. Ja, muss ich drüber nachdenken. Ich weiß nicht so recht. Ich muss darüber nachdenken. Vielleicht kann ich Ihnen etwas geben, das Ihnen die Entscheidung erleichtert. Ich habe noch ein paar Patronen. Boah, ey. Schwer. Schwer. Aber wir lassen uns mal nicht direkt bestechen, würde ich sagen. Checken, was hier auch los. Denken Sie etwa, Sie sind der Erste, der versucht, mich zu bestechen? Bitte, Mr. Reed. Strapazieren Sie nicht länger meine Geduld, Mr. Flynn. Ja, echt schwierig. Alle Hinweise gefunden. Freunde der Nacht, wir haben hier über eine Stunde auf dem Tacho. Wir machen an der Stelle Feierabend. Ich bin bisher, muss ich sagen, finde ich es echt cool. Ich weiß nur nicht so recht, ob es ein Titel ist, den man jetzt gut Let's Playen kann. Dafür ist, glaube ich, ein bisschen viel Gelaber. Und aber ich hoffe, ich konnte euch auf jeden Fall einen kleinen Einblick hier mit dem Video verschaffen, dass ihr so seht, was euch in Oakmouth erwartet. Schön, dass ihr dabei wart. Lasst einen Daumen hoch da, haut einen Kommentar raus, ob ihr es weitersehen möchtet. Und dann sehen wir uns demnächst wieder. Vielleicht auch bei einer Cthulhu-Runde, Pen and Paper oder bei Pathfinder. Bis dahin, alles Gute. Ich bin der Theo da. Ciao, ciao.